Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, noch ein Drogerie-Haul. Ich brauchte das. Ich war, nachdem ich beim Arzt war, war ich erst bei Action, dann war ich bei Rossmann, dann war ich bei DM und dann hatte ich zwischenzeitlich auch ein paar Neuheiten auch noch online bestellt gehabt. Und ja, das Resultat von dem DM und Rossmann-Haul zeige ich euch in diesem Video. Der Action-Haul kommt dann nochmal separat. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Was ich für die Reise geholt habe, ist einmal Shampoo und Conditioner von L'Vital Dreamlengths. Ich mag diese Reihe sehr, sehr gerne und deswegen ja, habe ich dem Ganzen auch vertrauen wollen und habe mir gedacht, das kann ich definitiv auch auf Reisen mitnehmen. Genauso habe ich hier auch bei Rossmann mir von Schwarzkopf Gliss dieses, oder Gliss Kur, ne, diese Leave-In-Geschichte gekauft. Damit komme ich einfach viel, viel besser durch meine Haare durch und das halt auch in einer kleinen Größe als Verreisegedönsen. Ich versuche das jetzt irgendwie auch tatsächlich so ein bisschen auf Rossmann und DM zu bekommen, aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Was ich auf jeden Fall auch noch von Rossmann habe, beziehungsweise es hat Alterra mit zugeschickt, in einer wunderschönen Verpackung, die ich euch auch gezeigt hatte, ist so eine Gesichtspflegeroutine. Einmal das 2-in-1 Peeling und Toner, da haben wir dieses Produkt, werde ich mir aber sehr wahrscheinlich aufbewahren für den Herbst, für den Winter oder so, ne? Weil hier haben wir 3% PHA drin, da bin ich ja ein bisschen picky und versuche halt jetzt eben meine Frühlingspflegeroutine zu machen, das heißt, da jetzt nicht irgendwelche chemischen Peelings zu verwenden. Die hier finde ich aber sehr interessant, das ist eine Peptid-Tagescreme und Peptide sind ja so eine Art Fettketten, die dann ja auch unsere Hautbarriere stärken und wieder aufbauen. Da würde ich aber tatsächlich auch einen Lichtschutzfaktor zu kombinieren und die nicht. Also Lichtschutzfaktor 15 ist für mich halt ein bisschen wenig. Für abends habe ich hier die Pro-Barriere-Creme mit dreifach Ceramid-Komplex. Das finde ich super interessant. Die stärkt nämlich die Hautbarriere und Ceramide liebt meine Haut. Das ist auch so eine Art, ja, wie Fette mehr oder weniger, ne? die Haut dann ja auch reparieren quasi. Auch das würde ich mir dann eher für die kältere Jahreszeit aufheben. Das Waschgel mit 3% AHA und 1% PHA. Wobei das eigentlich nicht so wild ist, weil das wäschst du dir ja wieder ab. So tief können die Wirkstoffe ja gar nicht eindringen, dass sie da jetzt irgendwie was bei der Haut ja, verursachen würden. Tiefgründig so. Ne? Und dann habe ich noch das Balance Serum mit Bisabolol und Ektoin. Das finde ich auch sehr interessant, mildert Rötungen. Und die habe ich halt zur wärmeren Jahreszeit definitiv mehr. Ich habe ja auch so eine leichte Rosazea mittlerweile. Und das ist auch wohl irgendwie so eine ganz spektakuläre Reihe von Alterra Focus, so. Die auch so parfümfrei und so ist. Ne? Das finde ich ziemlich cool. Also da bedanke ich mich von Herzen bei Alterra, dass ihr mich berücksichtigt habt und mir was zugeschickt habt. Das fand ich echt cool. Dann habe ich mir zum Swatches entfernen, nicht zum Abschminken, weil das reicht mir nicht und reizt meine Haut auch ein bisschen zu sehr, die feuchten Kosmetiktücher von Isana gekauft. Die sind halt hier am Tisch. Und hier mache ich öfter Swatches für euch. Meine Sammlung steht auch immer mehr jetzt auch im farbigen Bereich an, sage ich jetzt einfach mal. Also Bronzer, Blush, Highlighter, die werden alle geswatcht. Das werde ich euch alles zeigen. Und dementsprechend brauchen wir die. Hier geht die Party ab. Also falls du das nicht verpassen möchtest, dass ich hier weiter die Klatter und eskaliere, abonniere super gerne diesen Kanal. Ich habe es eben schon gesagt, ne? Ich würde mich hammermäßig freuen. Etwas, was mich auch sehr, sehr gefreut hat, ist dieses kleine Geschichtlein. Also hier haben wir von Tuff das Volumen Haarspray in der kleinen Reisegröße. Und eine kleine Mundspülung habe ich mir auch noch mitgenommen von Procodent, weil ich kann nicht ohne, ganz ehrlich. Morgens brauche ich die auf jeden Fall und über den Tag immer mal wieder. Das wäre auch tatsächlich was für die Handtasche, ne? Eigentlich ganz praktisch, dass man das auch so mitnehmen kann. Hätte ich natürlich super gerne in der sensitiven Variante gehabt, aber das hatten die jetzt so nicht in der kleinen Größe. Also habe ich die große mitgenommen. Ja, so langsam weiß ich nicht mehr ganz genau, von wo was kommt. Da muss ich ein bisschen sortieren. Also ein bisschen was trage ich auch im Gesicht. Zum Beispiel hier aus der Radiant Flowers Limited Edition von Rival de Lupe. Das ist so ein Eyeliner in Stamp. Ich hätte mir sehr, sehr gehofft, dass der Eyeliner in Schwarz gewesen wäre. Der Stamp ist halt so, ja, altrosane Blüten, die siehst du nicht mehr wirklich, ne? Hatte ich mich hier oben drauf gemacht, habe ich dann aber auch relativ schnell so ein bisschen versucht wegzumachen, weil es komisch aussah. Vielleicht Solo, wenn man fancy Look haben möchte für ein Festival, dass man sich das so als Blush-Ersatz drauf macht, aber das kann schnell nach Ausschlag aussehen, ganz ehrlich. Und den Eyeliner, den sieht man nicht mehr. Aber wir haben es jetzt ja auch schon, wie gesagt, 10 Uhr abends. Also vor 9 Stunden ist dieser Look entstanden und dafür sieht er echt noch bombastisch aus.
muss ich wirklich sagen, ne? Naja, also das ist nicht unbedingt ein Produkt, was ich euch jetzt aus der LE empfehlen würde. Wenn ihr aber Bock auf so einen Flush Blush habt, dann schaut euch definitiv diesen Blush an. Der wirkt relativ unscheinbar in seiner wunderschönen Verpackung mit diesem wunderschönen Pressing. Und ich hatte auch erst gedacht so, naja, wahrscheinlich ist es wieder so ein relativ softes Ding. Mhm. Tada. Geht ab wie ein Zäpfchen. Wirklich. Also der bleibt definitiv, weil ich das sehr aufregend fand. Genau. Dann habe ich mir auch noch ein paar Augenpads mitgenommen. Das ist, also ja, zwei Limited Editions. Ne? Hier haben wir mehr so die Richtung Q10 Augenpads, diese Klebeviecher, die man so kennt. Und hier haben wir mehr Richtung Beauty, aber leider nicht ganz gut haftend eigentlich. Ne? Also das wird aber auch nochmal getestet. Das ist einmal hier diese Disney Classics mit dem Patch drauf, der halt richtig süß ist. Ne? Darauf freue ich mich tatsächlich. Also das wird morgen früh wahrscheinlich direkt gemacht mit Hyaluron und Niacinamiden. Ne? Finde ich ziemlich cool. Das wird ein bisschen erfrischen und die Augenpartie etwas strahlen lassen. Und dann habe ich hier auch noch die Belebenden mit Hyaluron und Algenextrakt. Life is a Ball mit Cinderella drauf. Das ist natürlich auch total schön. Ne? Und die werde ich dann auch die Tage mal machen. Und dann seht ihr die auch im Aufgebraucht-Video. Auf jeden Fall, ja, fand ich das sehr ansprechend und habe die deswegen mitgenommen. Denn ich stand bei dem Maskenturm. Denn ich plane auch so, meine alten Maskenwochen wieder revivalen zu lassen und habe mir da halt allerhand Masken mitgenommen. Von Luvos habe ich die Anti-Stress-Maske. Von Altera habe ich die Q10-Maske mitgenommen. Dann Klassiker von Isana, die Hydrogel-Maske. Ne? Von Schäbens die Vitamin-C-Maske. Also einige davon kenne ich schon, wie die zum Beispiel. Und die finde ich großartig. Manche kenne ich noch nicht und da bin ich sehr gespannt. Und dann kann ich euch halt in einem Video alle Masken mal so aufgetragen zeigen und dann auch den Effekt davon von Selfie Project, die Cleansing-Maske. Dann von Yudi die Paradise Punch-Maske, bin ich auch sehr gespannt drauf. Und von Garnier Nutribomb, das ist eigentlich auch so ein Klassiker. Nö, da habe ich mir gedacht, manche Sachen sollten auch wirklich die Bank sein, dass ich dann auch weiß, okay, wenn ich mal vielleicht ein bisschen zwischendrin meine Haut beruhigen muss, weiß ich womit. Ne? Und die habe ich schon halt eingepackt in diese Täschchen, die ich von der lieben Corinne als Adventskalender bekommen habe. Und ja, genau. Ach Leute. Bei der dekorativen Kosmetik weiß ich wirklich nicht, von wo ich die habe. Ich mache jetzt erstmal mit den Masken von DM weiter, denn da habe ich euch, also da habe ich sehr viel bestellt und dort auch gekauft. Wie gesagt, manche sind online auch exklusiv und manche gibt es halt dort auch im Laden. Salt House, Totes Meer Maske. Diese wunderschöne Melonenmaske von Balea, das ist eigentlich eine Limited Edition. Ne? Dann die Anti-Pickel-Maske von Luvos Heilerde, die Hyaluron-Maske von Schäbens, von Garnier die Hydra Bomb, das ist auch so ein richtiger Klassiker. Ne? Dann aber auch sowas Abgefahrenes wie Garnier Skin Active, das ist so eine selbsterwärmende, hat ein bisschen was von dieser Biore, die man damals so hatte, ne? Fand ich auch immer sehr fancy. Die Anti-Falten-Maske von Lavera, denn auch die Naturkosmetiklinie wollte ich mit reinbringen. Da habe, also bei ne, DM habe ich echt zugeschlagen. Biotin, die reinigende Tonerde-Maske. Und manche mache ich dann morgens, manche mache ich abends. Aber dann wahrscheinlich jetzt nicht jeden Tag eine Maske. Ich glaube, das könnte ein bisschen zu viel für meine Haut werden. Pore Control, upsala, von Sante. Also manche Masken sind dann auch dafür gedacht, wenn ich so meine Erdbeerwoche habe, dann passt das ganz gut. Dann nochmal eine reinigende Maske mit Aktivkohle und Biopfefferminz von Alverde. Die Aloe Vera Olive Oil und Shea Butter Maske von Yuti. Das ist auch eine ganz neue Geschichte, oder? Habe ich so vorher noch nicht gesehen. Das ist, glaube ich, auch ein absoluter Klassiker. Die Aquatuchmaske von Balea. Das ist eine neue Sache, glaube ich, von Garnier Skin Active, die Hyaluron Aloe Maske. Die war tatsächlich auch gar nicht so schlecht bewertet. Bullrich Heilerde Tuchmaske mit Zink, reduziert Pickel und Mitesser. Wie gesagt, ich brauche definitiv auch Masken für meine Erdbeerwoche. Hier habe ich auch so einen Klassiker von Misha, das ist diese Aloe Maske. Von L'Oreal die aufpolsternde Maske mit dem Revital Lift, genau, Serum am Start. Ich glaube, das ist auch so eine Maske, die du zweimal verwenden könntest, theoretisch. Und von Selfie Project die Nourishing Sheet Mask Little Otter. Ist die nicht süß? Ja, manche Sachen, ne, da ist man halt auch einfach so ein bisschen Konsumopfer, Packagingopfer. Ja, die Frau hat sich aber derbe mit Masken eingedeckt, ne? Ja, ist immer ganz cool, wenn man als Ausrede nehmen kann. Ich mache es ja für YouTube. Ich habe ja einen Plan.
Dann habe ich mir auch, weil die gab es jetzt auch recht neu von Balea, diese Hydrogel-Augenpads mitgenommen. Ich hoffe da wirklich, dass es auch welche sind, die jetzt nicht rutschen, sondern dass sie da auch die genommen haben, die gut halten. Jetzt nicht unbedingt von der Q10-Variante, weil das würdest du so in so einem Packaging gar nicht rausbringen können, weil die ja auch so eine Filzseite haben, ne? Aber ja, ich bin gespannt drauf. Da werdet ihr auf jeden Fall auch ein Feedback bekommen. Dann kommen wir jetzt zu den Q10-Augenpads erstmal. Genau, das ist auch so eine Bank, ne? Die wollte ich auch mal wieder da haben. Das ist so eine schöne, belebende Geschichte. Und die kleben halt richtig derbe. Und das sind halt auch für mich so Augenpads, genauso wie die hier, die du auch jeden Tag verwenden kannst, ne? Nicht so wie die von Dalton, wo ich sage, vielleicht so ein, maximal zweimal pro Woche mache ich mir die oder zu einem Event oder so. Sondern halt wirklich, ich habe eine sehr trockene Augenpartie, auch so unter meinen Augen. Da, ich bin bald Mitte 30, Leute, ne? Da habe ich auch ein paar Fältchen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Genau, und da mache ich mir halt gerne morgens einen kleinen Frische-Kick drauf. Ja, und für meine Erdbeerwochenzeit habe ich mir auch noch mitgenommen hier von Salt House diese Anti-Pickel-Micro-Needling-Patches. Die sind jetzt mit Salicylsäure, das heißt, definitiv aufpassen. Nächsten Tag Lichtschutzfaktor. Nicht unbedingt im Hochsommer verwenden, wenn die Sonneneinstrahlung halt so intensiv ist, ne? Weil dann eure Haut halt zu sehr der Sonne ausgesetzt ist. Das wollen wir nicht. Wir wollen sehr freundlich mit unserer Haut sein. Aber wenn ich halt wirklich so einen fiesen Möp habe, so einen fiesen Mr. Fred, den ich einfach nicht loswerde, dann probiere ich das mal aus. Ich glaube, das kann gut werden. Die waren ganz schön teuer, finde ich, ne? Aber die haben ja auch so Microneedling-Viecher mit drin. Mal gucken. Und das letzte Pflegeprodukt mache ich jetzt hier auch erstmal. Ist von Jessa die Intimpflege-Waschlotion sensitiv. Die brauche ich, ne? Die finde ich einfach praktisch. Die verwende ich immer. Ich verwende auch immer so eine parfümfreie Irgendwas-Geschichte für meinen Intimbereich, wenn ich mich dusche. Da brauche ich nicht nach Kirsche oder sonst irgendwas duften. Das ist einfach so. Ja, und jetzt kommen wir auch mal zu so ein paar Sachen, die ich auch in meinem Gesicht trage. Und einen habe ich mir auch schon drauf gemacht. Hier habe ich nämlich, also nicht das Grün, sondern der Topper, der da drüber ist. Ne? Das glitzert so ein ganz kleines bisschen. Ich habe mir echt gehofft, dass da mehr drin steckt. Und zwar habe ich hier von Essie den Separated Starlight. Der sieht so cool hier drin aus. Und das sieht auch so richtig nach grobem Glitzer aus und so richtig fancy. Aber wie ihr sehen konntet auf dem kleinen Finger, da geht nicht so viel. Vielleicht braucht man da eine Schicht mehr, dass man da zwei Schichten drauf macht oder das halt irgendwie über eine dunkle Farbe machen würde oder so, ne? Dann habe ich mir vor 8, 9 Stunden ein Primer aufgetragen. Das ist ein neues Produkt von L'Oreal, die Glotion, in der Farbnuance Fair Glow 901. Finde ich sehr, sehr toll. Kann ich vor allem empfehlen, wenn ihr vielleicht ein bisschen trockenere Haut habt und wenn ihr halt wirklich Glow, Glow, Glow haben wollt. Das Ganze hat sich natürlich ein Stück weit relativiert, weil ich ja auch so ein bisschen abgepudert habe und so. Aber ich muss, also mein Gesicht fühlt sich super, super gut an, ne? Also das ist ein sehr angenehmes Hautgefühl. Ich habe überhaupt keinen Spann, ich habe kein Nachölen, kein gar nichts, aber ich habe halt auch eine furztrockene Haut. Ich finde die super, ne? Ich meine, dass es irgendwie eine neu formulierte Kiste ist und dass es irgendwie damals in einer anderen Verpackung auch rauskam, wenn ich mich richtig erinnere. Dann habe ich mir ein Backup geholt, die habe ich jetzt gar nicht drauf, von Revolution, die Lash Power Wow Mascara. Die ist so toll, die macht Wawawum Lashes, hat ein Faserbürstchen und ich habe sie eine ganze Zeit verloren gehabt. Die gab es irgendwie nirgendwo mehr. Und dann bei DM halt wiedergefunden, ne? Dann habe ich bei DM und bei Rossmann die Maybelline Firework Mascara gesehen und habe sie mir dann tatsächlich bei beiden Läden gekauft. Yay. Yay. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe dann jetzt schon direkt ein Backup davon, aber die ist auch sehr, sehr gut. Ich trage sie hier auf dieser Seite auf den Wimpern und die hat so ein ganz kleines bisschen, hier so ein ganz kleines bisschen abgestempelt. Aber nur so ein Müh und das erst nach 6 Stunden oder so, dass ich einmal kurz so gemacht habe und dann war es aber auch weg, ne? Also gar kein Problem. Ich finde die super, die macht tiefschwarze Wimpern, die macht schön lange Wimpern. Und wie gesagt, jetzt gerade 9 Stunden drauf, ne? Ich müsste vielleicht jetzt so ein bisschen mal drüber nachdenken, nachzulegen. Oder drüber nachdenken, dass mein Fokus sich auch mal wieder auf mich fokussiert. Hi, vielen Dank. Die hat ein Gummibürstchen, was super flexibel ist. Ich kann euch auch gerne mal das Short, was ich dazu gedreht habe, verlinken. Und die ist absolut geil. Also man muss nur ein bisschen Geduld mit aufbringen, wenn man die abschminkt. Das muss ich definitiv auch mit an die Hand geben. Lasst euren ersten Reinigungsschritt, euren öligen ersten Schritt ein bisschen einwirken. Vielleicht
30 Sekunden einfach kurz und dann vorsichtig so raus, ne? Und dann halt den nächsten Schritt drüber. Und ich schminke mich ja auch unter der Dusche ab. Ich habe gemerkt, dass die so ein bisschen Tubing-mäßig ist. Also, dass die sich quasi auch um die Wimpern legt und sich auch eher so bröckchenweise im Laufe des Duschprozesses gelöst hatte. Am Anfang habe ich natürlich den ersten Gedünsten ordentlich runterbekommen, aber es hat tatsächlich auch ein paar mehr Minuten gebraucht, bis dann auch alles weg war. Ne? Das nur als kleiner Tipp am Rande. Auf der anderen Seite trage ich die L'Oreal Telescopic False Lash Mascara. Also die haben schon wieder so eine Telescopic Mascara rausgebracht. Die sieht so aus, also eine silberne und ist aber schwarz. Ich fand sie ein bisschen zu trocken. Auch hier haben wir ein Gummibürstchen, was in der Mitte halt so ellipsenförmig zusammengeht und auch ganz fancy aussieht. Beim Auftrag fand ich sie halt einfach zu trocken, weil ich ja auch beim Schichten gemerkt habe, dass es dann irgendwann so krrk, krrk gemacht hat. Ne? Und ja, es macht halt ein bisschen mehr Fülle, aber weniger Länge als bei der Firework. Ne? Das mal nur so für euch. Dann habe ich mir von Manhattan ein High Shine Lip Oil gekauft in der Farbnuance 001 Pink Flush. Das ist ein Lippenöl, was wirklich auch relativ lange auf den Lippen verbleibt. Also das ist nichts, was ich jetzt so als so klassische, absolut nicht fühlbare Lippenpflege bezeichnen würde, sondern es ist schon ein Produkt, was auf den Lippen verbleibt und was ich dann vielleicht eher so als über Tag Lipgloss-Ersatz empfehlen würde. Ne? Macht jetzt keine großartige Färbung von den Lippen. Es ist einfach nur vorhanden und ich fand das aber sehr angenehm und meine Lippen haben sich auch gepflegt dadurch angefühlt. Etwas, was ich auf den Augenbrauen trage und was mich leider auch ein Stück weit enttäuscht hat, wahrscheinlich aber andere dafür umso mehr freuen wird, ist hier von Manhattan das Wonder Freeze Brow Lemination Gel. Wenn jemand auf sein Produkt Lemination draufschreibt, gehe ich persönlich eher davon aus, dass es ein Produkt ist, was auch dazu führt, dass die Augenbrauen quasi festgetackert bleiben und nicht mehr flexibel sind. Dieses Produkt macht, dass die Augenbrauen schon in Form gebracht werden, aber sie sind nach wie vor flexibel. Es hat hier auch mittlerweile so eine kleine Lücke gegeben, sehe ich auch gerade. Und ja, aber das ist für mich persönlich schon ein bisschen zu wenig. Sie sind jetzt auch nach 9 Stunden nach wie vor noch flexibel. Und es hat ein riesiges Bürstchen. Das heißt, du bist da auch relativ zackig mit fertig. Muss man mögen. Ne? Ich mag es halt lieber, wenn das ein bisschen fester ist. Also so Catrice Superglue-mäßig. Ja, und auf den Lippen, das kann ich jetzt gleich auch nochmal nachlegen, habe ich von Manhattan in der Farbe 880 Sunset Rose den Lasting Perfection Satin Lipstick, den ich wunderschön finde. Also da hat Manhattan auch ein neues, ja, Produktgedönsen rausgebracht oder mehrere neue Produkte, die ich sehr, sehr gerne mag. Der hat auch einen leichten Schein mit drin, sieht man ja auch. Ist jetzt nicht kussecht oder so, aber es ist ein schöner, unkomplizierter, angenehmer Lippenstift. Und dieser Schimmer, der da drin ist, ist nicht irgendwie spürbar oder so. Das ist halt super natürlich, angenehm und es gibt eher so diesen glossy Look, ohne dass es ein Gloss ist. Und ich finde den einfach schön. Der kriecht nicht irgendwo hin. Ich brauchte keinen Lip Liner oder so, um den abzugrenzen. Also ein sehr, sehr schöner Lippenstift, der sehr intensiv nach Rose riecht. Das muss man mögen. Ja, aber ich kann ihn empfehlen. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen inspirieren und euch ein paar Tipps und Tricks schon direkt mit an die Hand geben, dass ihr dann auch ungefähr wisst, wie die Produkte vielleicht so funktionieren. Bei manchen Sachen müssen wir uns halt erstmal durchprobieren, ne? Ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.